Hallo zusammen. Yes. Ja. Fine. Ich stehe hier am in Porto Azzurro, Eingang der Straße, deswegen hinter der Kamera sind für die Straße rein, deswegen der ganze Autolärm. Also ich hoffe, ihr versteht mich. Aber ich finde es hier irgendwie eine schöne Stelle. Selbst zum für den Einstieg von das, was ich jetzt anschließend machen möchte. Und stehe hier am Stadio delle Balene, Balene Strand hier von Porto Azzurro. Ja. So, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Verzeiht mir bitte die italienische Sprache oder die Aussprache beziehungsweise. Ja, und stehe jetzt hier und wollte eigentlich ursprünglich an den Barbarossa-Strand zum Fotografieren, weil es ist heute ziemlich spöisch und wir haben starke Welle gegangen. Und das hat mich eigentlich inspiriert und interessiert. Aber trotz der Windböe und dem starken Wellengang, der Strand ist proppevoll mit Gästen. Und da will ich mich einfach nicht zwischen reinquetschen. Und ja, dann habe ich mich kurzerhand entschieden, hier halt ins Ort reinzufahren und das heute zu machen, was ich im Laufe nächster Woche eigentlich machen wollte. Und zwar von hier oben will ich ja die Straße hochlaufen und dann, wo die Straße die Rechtskurve macht, da will ich mich dann positionieren und hier eigentlich schön vom Ort über das ganze Hafen hinweg schöne Bilder machen und auch ein Panoramabild. Hoffe, das kommt gut rüber. Ja. Fußgängerweg hier gibt es keiner hoch, also ich laufe direkt zwischen der Brüstung und der Straße hoch. Ich hoffe, die Autofahrer sehen mich alle. Ja, drückt mir die Daumen. Und so ist die erste Idee. Und das zweite Bild, wo ich dann machen möchte, ist hier. Dann gehe ich hier dann links am Hafen entlang. Und dann quasi auf der Rückseite von den ganzen Booten dann hier meine nächste Aufnahme machen möchte, auch inklusive Panorama. So die zwei Vorhaben. Drückt man die Daumen, dass alles klappt und die Autofahrer mich nicht übersehen. Ja. Und ich laufe jetzt einmal die Straße hoch. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Bleibt dran. Also ihr seht hier, es gibt keinen Fußgängerstreife und eigentlich überhaupt gar keinen Platz hier für die Fußgänger. Aber die Leute laufen auch selbst abends, wenn es schon ziemlich finster ist, hier die Straße hoch und runter. Also schon etwas Risiko. Aber ich hoffe mir eigentlich, wenn man im Auto hier runterkommt, ist es ein schöner Ausblick hier auf der Hafen und aufs Ort. Und da hoffe ich mich wirklich tolle Bilder. Ja. Das ist also jetzt der 1,4-fach Zoom von der GoPro. Um einfach die Boote mal ein bisschen näher ranzuholen. Ich habe jetzt schön die Sonne im Rücken. Also man sieht schön den Berg hier. Jetzt hat der ganze Hafen und das Ort ist jetzt schön homogen von der Sonne ausgeleuchtet. Jetzt hat hier links fängt der Schatten an, aber so weit will ich schwimmen. Da will ich eigentlich, wo der Strand unten ist, wo ich das Video gestartet habe,
die Anmoderation hier am Beach, wo der Schatten anfängt, da will ich dann eigentlich mit der Aufnahme aufhören. Den Beach will ich noch dazu nehmen. Aber mal sehen, wie das Ganze dann von oben aussieht. Ich mach mich jetzt einmal weiter los. Wellengang hat schon ein bisschen nachgelassen zu der Mittagszeit. Also da sind sie richtig hier, die Wellen an die Felsen hoch gestiegen, dann nach unten dran geprescht. So. Ich gehe mal jetzt weiter hier hoch. Ja. Wir sehen uns gleich. Ich habe hier im Urlaub die D7500 dabei, weil die ist doch einiges leichter wie die D850. Und das 16 bis 80 mm mit der 2,8er bis 4er Blende von Nikon. Da denke ich, werde ich ganz gut damit fahren. Und das sollte auch ausreichen. Und werde auch hier, ich denke mal, im Schatten bleiben, weil hier, so 10 Meter vor mir, kommt die Sonne noch leicht um die Ecke. Wie man das sehen kann. Und ja, ich denke, hier habe ich eine ganz gute Position, um schön den Panoramaschwenk auch machen zu können. Ja, werde ich einmal mein Stativ aufbauen. Und dann mal sehen, wie das Ganze durch die Kamera aussieht. Bis gleich. Ich zeige euch jetzt mal kurz den Aufbau hier. So, mein Stativ. Und habe es dann mal einfach auf die Mitte gestellt. Die Wasserwaage schön ausgerichtet. So, dass ich dann alle Bilder, die ich dann hier mit dem Kopf drehe, oberhalb meiner Kugel, dass ich immer im Wasser bin, dann alle gleich ausgerichtet sind. Mich jetzt dabei filmen, ich habe jetzt ganz bewusst das zweite Stativ im Auto gelassen, weil es ist einfach nicht genug Platz hier. Und ich kann euch da jetzt halt nicht mitnehmen, direkt beim Fotografieren. Aber ihr wisst ja, jetzt hat meine Idee, was ich vorhab. Und dann könnt ihr die Bilder anschließend sehen. Ja, bleibt dran. Noch kurz zu meinen Settings, bevor ich loslege. Bin im manuellen Modus. Bei Blende F13 und komme hier auf eine Verschlusszeit von 160stel bei ISO 100. So viel noch zu den Settings. Und ich lege jetzt halt los. Habe jetzt meine Bilder im Kasten und habe auch immer leicht unterbelichtet noch dazu als Info. Und ja, klasse ist auch, dass es schön hier am Berg auf der gegenüberliegenden Seite noch so schön eine Wolke fast über die ganze Bergbreite im Bild mit drin habe, dass ich da ein bisschen Struktur im Himmel habe, nicht nur einfach blauer Himmel, das wäre ein bisschen langweilig. Und so stark greife ich in meine Bilder nicht ein, dass ich da jetzt noch Wolken hinzufügen würde. So weit gehe ich nicht.
in meiner Bildbearbeitung, aber ist jedermanns selbst überlassen. Ich mag es nicht, so weit einzugreifen. Ja, jetzt gehe ich genau auf die gegenüberliegende Seite, wie ich schon sagte, hier vom Hafen. Ich gehe jetzt durchs Ad da links rum, im Uhrzeigersinn, und auf die andere Seite, da drüben, ja, Leute. Und dann mache ich da meine nächsten Bilder und da sehen wir uns dann wieder. Ja? Bleibt dran! Bin jetzt zum Glück wieder von der Straße zurück und auch heil angekommen, nach einem Stück, und laufe jetzt hier an einem kurzen Strandabschnitt vom Spaccio delle Balanene. Ich hoffe, ist richtig, was ich noch im Kopf habe, wenn nicht, blende ich es ein, wie er richtig heißt. Und ja, laufe jetzt da drüber auf die andere Seite. Einfach herrlich hier. Wir genießen es immer wieder aufs Neue. So schön auch hier waren. Wir fahren da einfach richtig runter. Meine Frau und ich. Die Jungs hier sind am Fischen. Ja, da drücke ich die Daumen, dass sie was fangen. Dass heute Abend was auf den Teller kommt. Da hat er auch, ja, da zappelt einer, aber ein Mini. Ganz kleiner. Ja, ich laufe mit euch mal kurz hier so ein Anlegesteg rein. Also hier liegt was Interessantes. Ob das jetzt eine U-Boot-Attrappe ist oder wirklich ein U-Boot, mag ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich sag mal so, es könnte ein U-Boot sein. Aber ich weiß es nicht. Hier sehen wir schön die Piazza, wo sich das Abendleben abspielt und die ganzen Restaurants dann alle aufhaben, und da ist der Platz voller Leben, ja, dann auch schön beleuchtet. Also schön. Komm da. Ja, hier schön
hier schön die Fischerboote zu sehen. Mit den ganzen großen Lampen, wenn sie nachtfischend zum Nachtfrischen rausfahren. Dass sie was sehen auf dem Boot, dass da keiner über Bord geht. Und vielleicht werden auch die Fische davon angelockt, ich weiß es nicht. Da kleine Fischerboote. Schön mit diesem, ja, ich weiß nicht was, Karussell oder wie man es nennt, wo halt die Netze drüber laufen. Schön zu sehen hier. Habe ich dann natürlich auch die Sonne vor mir oder dann links von mir, muss ich mal sehen, wie ich da laufe, wo ich eine Position finde. Mal sehen, ich laufe mal durch und schauen wir mal mögliche Positionen an. Hier Marina. Marina. Die Porto. Azzurro. Da kommt ein altes Segelschiff am Ende des Piers. Das schaue ich mir noch an. Und dann werde ich mal meine Position suchen. Das sieht nämlich cool aus. Ja. Da ist alles abgesperrt, darf man nicht näher dran. Ich gehe mal auf die linke Seite, dass ich die Sonne ein bisschen links von mir habe, nicht mit der Kamera direkt rein. Okay. Sieht cool aus. So ging es früher über die Weltmeere. Zwei Master. Cool. Schön zu sehen, dass Leute noch mit sowas unterwegs sind. Hä? Klasse. Und hier direkt nebendran, ja, die Sheremara aus London. Das größte, das hier jetzt im Hafen liegt, an Schiff. Hat schon eine ordentliche Länge. So, ich suche mir jetzt mal meine Position. Man soll es nicht glauben. Ich bin jetzt an der ganzen Hafen abgelaufen. Komplett auf die andere Seite und habe keine einzige Stelle gefunden, wo ich ein vernünftiges Bild hinbekomme, wo ich vom Hafen und hier noch von der Piazza hier in den Häusern zusammen drauf bekomme, weil es liegen einfach zu viele Boote hier im Hafen. Ob groß, ob klein, ist wurscht. Ja, es sind so viele Boote hier. Ich habe keine einzige Stelle entdeckt, wo ich hier mein Stativ stellen könnte, um hier ein Panorama zu machen
oder auch kein Panorama, ist egal. Die Boote und die Masten der Segelboote verdecken wir das ganze Ortsbild hier hinter mir. Das Ortsbild hier verdecken wir die Boote komplett. Dass ich von eben etwas drauf bekomme. Ja. Ich will nicht zu viel von den Booten mit drauf bekommen, da habe ich einfach zu viele Motive im Bild. Es wäre mir zu unruhig, aber ein paar Boote hätte ich doch schon ganz gern drauf. Und dann halt hauptsächlich das Ortsbild hier. Ja. Das Ortsbild hier, ja, drauf habe. Aber es sind zu viele Boote. Punkt. Da habe ich es dann einfach gelassen. Habe noch ein paar Bilder gemacht, ein paar Einzelbilder und mache mich jetzt auf den Rückweg in die Wohnung und hol meine Frau ab und dann gehen wir beziehungsweise fahren wir wieder hier rein zum Abendessen. Ja. Vom Ort selbst hier hinter mir, vom Porto Azzurro, habe ich schon mit dem Handy Anfang der Woche ein paar Bilder und Videos gemacht vom Abendleben. Werde aber auch hier nochmal reinfahren, schwerpunktmäßig mit dem Foto und mit dem Sigma 18-35, mit der 1.8er Blende hier ein paar schöne Abendaufnahmen zu machen. Da habe ich ein lichtstarkes Objektiv dann drauf und da erhoffe ich mir doch schon eine schöne Abendaufnahme mit der Stimmung dazu. Ja, also sorry, wenn es von der Seite aus nicht geklappt hat. Ja. Und ja, es ist 6 Uhr. Und ich fahre jetzt einmal zurück, hol meine Frau ab. Ja. Man sieht sich wieder in der nächsten Episode. Ja. Also viel Spaß bei den Bildern jetzt und würde mich freuen, wenn er mich auf der restlichen Touren hier auf Elba begleitet. Ja. Also bis später. Tschüss. I'm living in outer space. Been waiting for the day when I can see your face. We ain't gotta go very far. Full of color when I see your face. Just a minute and I'll be on my way.